Startstopp. Kannst du mal gucken? Weil man kann's. Ja, es sieht gut aus. Oh nein. Alles klar? Alles klar. Hi, wir sind die Beleuchteten Brüder, bekannt aus Funk und Fernsehen. Ich bin Pong, das ist Bieber, genannt The Shenanigans. Und wir begrüßen euch zu einer weiteren Folge Throne of Games, diesmal mit, man sieht es dort schon geschrieben, I Am Brad. Ein kleiner Indie-Titel, ein Download-Titel für verschiedene Konsolen. Bei uns Steam wahrscheinlich auch. Steam natürlich auch, genau. Klar. Bei uns gespielt auf der PlayStation 4. Man sieht es hier in einer Ecke eingeblendet, wie wir das gerade spielen. Zu sehen im Belebesitz auf unserem Kanal, die Beleuchteten Brüder. Richtig. Und da sieht man auch gleich, es geht tatsächlich darum, dass man ein Brot isst. Der Titel lügt nicht. Mit einem S nur. Ja, genau. Das ist keine Brot-Essens-Simulation. Nee. Es reiht sich ein in die Tradition von Octodad und wie heißt das andere? Surgeon Simulator. Das Prinzip der schlechten Steuerung oder übertrieben realistische Steuerung vielleicht auch. Einfach unangenehme Steuerung. Genau. Aber mit lustiger Grafik, mit lustigen Ideen und Effekten. Und die Story lautet, werde ein Toastbrot. Ja. Das ist eigentlich die Aufgabe. Man spielt das Brot, das Brötchen, nee, das Toastbrot. Und eigentlich ist es gar kein Toastbrot. Es wird ja von so einem Leib runtergeschnitten. Ist ja auch ein Toastbrot. Glaubst du, Toastbrot kommt geschnitten zur Welt? Hätte ich jetzt gedacht. Es wird industriell geschnitten. Wo wächst Nein, du bist denn? Ein ungetoastetes Toastbrot und du musst dich toasten lassen. Ja. Das ist das Ziel. Das ist in jedem Level. Es gibt ja noch andere Modi. Bagel Bashing und habe ich nicht verstanden. Es gibt noch andere Modi. Wir hatten im Bedebesitz wie immer nur Zeit für einen kurzen Ersteindruck. Und dabei habe ich mich als das Brot versucht. Und die Steuerung funktioniert so, dass man für die vier Kanten des Brotes, wunderbar, dass wir hier so ein Anschauungsmaterial haben, jeweils eine Taste hat, die aber wechseln. Und mit der Taste kann man sich am Untergrund festhalten. Das heißt, wenn das Brot jetzt auf meinem Bein liegt und mit diesen beiden Kanten mein Bein berührt, mit denen hier berührt es mein Bein nicht, kann es sich hier zum Beispiel mit R2 und L2 festhalten und sich dann so rüberdrehen oder nur mit einer und sich so rüberdrehen. Und das ist das ganze Spielprinzip und damit versucht man das Brot sehr mühselig, sehr, sehr, sehr mühselig durch verschiedene Räume fortzubewegen. Man darf den Boden nicht berühren, weil dann sinkt die Genießbarkeitsanzeige. Ja. Und man kann sich nicht dauerhaft irgendwo festhalten. Ja. Da muss man zwischendurch auch Pause machen. Und man darf auch nicht durch andere Sachen fahren oder Gläser wollen, sich oder bewegen, Ameisen. Die die Genießbarkeit merklich senken. Eierschalen, genau, solche Sachen. Und es ist wirklich anstrengend. Es ist, wie Pong sagt, es ist eben nicht dafür gemacht, eine gute Spielbarkeit zu haben, sondern es dem Spieler möglichst schwer zu machen über eine komplizierte oder anstrengende Steuerung. Korrekt. Ja, und das finde ich ganz geil, dass es immer mehr solche Spiele gibt, die so ein bisschen mit sowas spielen. Weil es gibt ja tatsächlich Spiele, die unter einer schlechten Steuerung unfreiwillig leiden. Und sie sagen, wir machen das als Element für ein ganzes Spiel. Aber es hält natürlich nur für einen kleinen Spaß vor. Und so wirklich durchspielen kann man das eigentlich, glaube ich, nicht wirklich, oder? Nee, da braucht man echt schon kranke Vorlieben. Es wird kein Let's Play I Am Brad von uns geben, aber es gibt den Bilderbesitz I Am Brad von uns. Ja, klasse. Viel mehr kann ich gar nicht sagen. Nee, das, da kann man auch. Aber vielleicht Thema Toastbrot noch so. Ja, ich esse recht oft Toastbrot. Und du so? Du bist eher so der Vollkorn-Typ, ne? Wenn du so nimmst du lieber Vollkorn. Ja, aber es ist ja nicht reines Vollkorn, es ist ja nur anteilig Vollkorn. Es gibt doch Vollkorn-Toast. Ja, das hat dann 30% Vollkorn. Ja, das ist aber... Ja, das ist meins. Doch, das ist okay. Das ist meins. Nee, weiß mag ich immer nicht. Vor allem, nachdem man den getoastet hat, 2 Minuten später, wenn man nicht ganz schnell bestreicht und isst, ist der Hinne. Wie Hinne? Inwiefern? Ja, dann ist ja ganz pappig und kalt und schmeckt scheiße und ist nichts dran. Finde ich nicht. Das finde ich nicht. Aber ich möchte da auch, dass die Genießbarkeit meiner Toastbrote hoch bleibt. Bei 100% am besten. 100%. Ah, das ist auch noch ein geiles Feature. Man kann das Toast auch noch verbessern. Die Köstlichkeit kann man steigern. Indem man zum Beispiel sich durch Butter oder vielleicht auch Eier, vielleicht geht das auch, dass du dich durch Eier schmierst und dann so eine Art French Toast wirst.
auch ein Stück? Nein. Danke. Nicht ohne Salz oder Käse. Naja, ist jetzt vielleicht mal eine kurze Folge. Klar, ist ja auch ein kurzes Spiel. Genau. Also wir haben eigentlich das schon in seiner Vollständigkeit, was den Story-Modus angeht, glaube ich, umfassend dargestellt. Oder werden es noch tun für euch im Beglebesitz-Video. Die anderen Modi. Ich glaube nicht, dass sich da eklatant was im Spielprinzip verändert. Ja, okay. Ähnlich wie bei Worms. Gut, ich möchte sagen, danke an dieser Stelle für Toastbrot. Wer auch immer das erfunden hat, Props. Weißt du, was ich habe? After Eight mit Marzipan. Ike. Was? Ich mag keine After Eight. Warum nicht? Ich mag keine Pfefferminzschokolade. Das ist mit After Eight, mit Marzipan. Ohne Pfefferminz? Weiß ich nicht. Willst du mal probieren? Na okay, live beim Floor of Games. Überprobiert. After Eight Marzipan. Ich vermute, es kann kein After Eight ohne Pfefferminz sein. Das wäre völlig absurd. Ja, du? Aber es riecht gar nicht nach Minze. Mhm. Mhm. Schmeckt gar nichts, oder? Doch ein bisschen. Was meinst du denn dazu? Ich mag das. Aber weder nach Marzipan noch nach Pfefferminze. Die Liste ist ungültig. Ja. Tschüss.